Moin moin und willkommen hier zu einer neuen Runde Carrier Deck. Die ersten zwei Folgen sind um und da haben wir uns ausschließlich um die Tutorial-Missionen gekümmert. Aber jetzt wisst ihr wenigstens, wie das hier alles so funktioniert, wie das aussieht und so weiter. Das waren hier die fünf Missionen im Nordatlantik. Jetzt gehen wir rüber zur nächsten Region, zum Südpazifik. Auch da haben wir fünf Missionen, müssen erst alle nacheinander freigeschaltet werden. Und hier sieht man dann schon mal ein paar Informationen, was hier so passieren könnte. Und jetzt kommt noch mal ein ganz kleiner Hinweis. Das wird aber jetzt, glaube ich, der letzte sein. Weil das ist jetzt die erste Mission, wo wir jetzt ganz auf uns alleine gestellt sind. Wird nochmal erklärt, es ist also sinnvoll, wenn wir sowohl im Luft-, im Wasser- und im Unterwasserbereich Aufklärungsflüge machen, um die Radarreichweite zu erhöhen. Und ja, die Flugzeuge kann man natürlich schon alle tanken lassen, um wertvolle Zeit zu sparen. So als kleiner Tipp. Und ja, jetzt wird nochmal ganz kurz erklärt hier und die Warteschlange, aber das habe ich ja schon im Tutorial alles ausführlich erklärt. Und als Hilfe bekommen wir hier im Wasserbereich ist schon eine EC2, schon gleich in der Luft. Wir haben also gleich von Beginn an hier volle Radarreichweite in der Region Wasser. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir erstmal. Wir haben hier noch einen zweiten Aufklärer, den lassen wir in der Luft. Den EC2 setzen wir schon mal in die Warteschlange. Dann können wir unter Wasser mit Hubschrauber die Radarreichweite erhöhen. Dann machen wir hier einmal in Gelb ausrüsten. Die Flugzeuge können wir schon mal alle auftanken. Das spart richtig Zeit nachher. So, der Aufklärer ist fertig. Dann schicken wir den mal zum Start. Und hier sieht man schon den ersten Feind, ein kleines Schiff. So, Hubschrauber können wir auch schon starten, der ist auch schon fertig. Und schon haben wir hier ordentlich Radarreichweite. Jetzt kümmern wir uns erstmal um das erste Schiff. Da brauchen wir eine F-18. Dann rüsten wir die hier einmal aus. So, dann kommt noch eins, dann können wir gleich das nächste Flugzeug hier ausrüsten. Dann starten wir das erste Flugzeug, was den Angriff auf das erste Schiff macht. So, der kann ja auch. Dann können wir auch schon los. Dann wäre das zweite Schiff schon mal erledigt. Seht ihr übrigens jetzt hier oben links, wie viele Angriffswellen es gibt. Also zwei kommen noch. So, hier noch eins, schon wieder zu Wasser. So, und im ersten F-18 können wir wieder landen lassen. Der ist von seinem ersten Einsatz zurück. So, dann lassen wir ihn gleich hier wieder parken.
Dann den nächsten und dann noch einer zu Wasser. So, den lassen wir hier auch parken. Dann können wir den schon mal auftanken. Hubschrauber können wir auch schon mal tanken lassen. Nicht, kann ja sein, dass hier auch mal ein U-Boot kommt. So, dann machen wir hier noch einen blauen, dann noch ein Schiff, was hier angreift. So, die letzte Angriffswelle kommt. So, jetzt ist der erste Hubschrauber wieder von seiner Aufklärung zurück. Das heißt, das Radar geht wieder zurück. Dann können wir schon mal einen Hubschrauber wieder auf Unterwasser ausrüsten. Den F-18 können wir landen lassen. Dann können wir hier eine Aufklärungsmission schon mal in die Warteschlange setzen. Also ihr seht schon, das wird nachher ganz schön stressig, wenn hier nachher richtig viel los ist. So, Hubschrauber kann starten. Dann wird die Radarreichweite wieder erhöht. So, aber das scheint es gewesen zu sein. Oh, hier, der ist beschädigt. Der qualmt hier ein bisschen. Den können wir mal hier hinfahren lassen. Müsste man jetzt eigentlich reparieren, aber hier oben links steht da schon Victory. Alle Missionen erfüllt. Das war jetzt relativ einseitig. Immer nur Angriffe zu Wasser. Aber das war die erste Mission, eine Übungsmission sozusagen. Das haben wir ja ganz gut gemeistert. Ja, dann beenden wir mal. Ja, kein Fehler gemacht. 5 Sterne. Dann gehen wir am besten gleich zur Mission 2 über. Es ging ja noch relativ schnell. Jetzt sieht man, es können jetzt auch Angriffe von der Luft kommen. Und wir können auch schon mal die ersten Güter bekommen. So wird man jetzt von Mission zu Mission, wird es dann ein bisschen komplizierter. Mission Nummer 2. Am Anfang sollte man immer die Radarreichweite erhöhen. So, der hier zum Beispiel, der EC2, der macht das Radar quasi auf der ganzen Länge. Da machen wir mal die Luftüberwachung. Ein F-18 für Wasser, den Hubschrauber für Unterwasser. Dann können wir schon mal einen ausrüsten hier für Luft. Es sollen ja Luftangriffe stattfinden. So, der hat Material geladen. Der muss hier hin. So, dann starten wir eine Aufklärungsmission. Dann starten wir hier. So, Unterwassermission. Und schon haben wir erstmal gute Reichweite hier vom Radar.
So, Angriff in der Luft. Gut, dass wir hier schon mal einen vorbereitet hatten. So, dann fangen wir den mal ab. Und man sollte auch eigentlich immer so zu Beginn einer Mission mal unter Deck gucken. Weil so wie hier, man hat hier auch mal noch einige Jets hier unter Deck. Schicken wir die mal alle nach oben. So, der nächste Angriff. Ich muss euch schon mal ein neues Flugzeug hier vorbereiten. Dann schicken wir die mal alle hier hin. Material wegbringen. Dann haben wir noch einen Angriff in der Luft. So, jetzt können wir schon mal ein Flugzeug wieder für Wasser ausrüsten, weil der F-18 ist nämlich gleich am Ende angelangt und dann geht die Radarreichweite nämlich zurück. Dasselbe mit den Hubschraubern. Dann machen wir schon mal einen auf Unterwasser vorbereiten. So. Den schon mal hier hin, den schon mal da hin. Dann können wir den hier runterholen. So, der rote für den Angriff. Dann machen wir hier eine Aufklärungsmission vor Wasser. Und eine Aufklärungsmission für Unterwasser. Wieder, hier ist nachher schon richtig was los. Aber so wie es aussieht, haben wir alle Angriffswellen abgewehrt. Victory! Alle zerstört. Jetzt müssen wir nur noch hier alle laufenden Missionen hier abschließen. Das heißt, wir lassen die Flugzeuge hier noch alle ein bisschen landen. Dann können wir ruhig ein bisschen schneller machen. So, Mission abgeschlossen. Mit 5 Sternen haben wir die zweite Mission geschafft. Also das Spiel machte richtig Laune, richtig kurzweilig und ja, würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt, hier bei Carrier Deck auf der Zockeroase. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.